Das Berg-Violinkonzert ist für mich neben dem Beethoven-Violinkonzert ja das, was am meisten in meinem Blut ist. Und es ist auch ein Stück, was ich niemals leid werde. Ich habe das bestimmt 120 Mal in meinem Leben gespielt. Ich habe sehr früh gelernt, ich kann mich erinnern, es war 1988, die Pogromnacht, 50 Jahre Pogromnacht, 9. November. Und es war ein Gedenkkonzert in der Frankfurter Alten Oper mit Gary Bertini und der Jungen Deutschen Philharmonie und dafür habe ich es gelernt. Und seitdem habe ich es so oft, wirklich auch mit allen großen Orchestern und Dirigenten gespielt. Und es ist jedes Mal so, als ob es mir ein Stück meiner Seele rausnimmt, weil es ist nicht nur ein Violinkonzert, es ist ein Kunstwerk, ein Requiem, alles eigentlich. Man fühlt, dass der Berg da wirklich ein Kosmos geschaffen hat, der unter die Haut geht. Es gibt doch eine weniger erfreuliche Geschichte zu der Zeit, wo ich es gelernt habe, weil das Konzert war, wie gesagt, im Herbst 88 und ich kriegte die Anfrage im Frühjahr 88 und in dem Jahr habe ich auch geheiratet. Und ich bin dann im Sommer mit meiner Frau nach Capri gefahren für 3 Wochen. Und meine Frau sagt heute noch, dass ich nicht einmal mit ihr am Pool war, weil ich die ganze Zeit das Bergkonzert gehört habe. Also das ist für meine Frau weniger erfreulich. Aber mittlerweile hat sie mir verziehen. Ich glaube, ich kann mich erinnern, dass es damals eine wirklich berühmte Aufnahme gab mit Itzhak Perlman und Seiji Ozawa. Die Aufnahme hatte ich und ich wollte natürlich mit 19, habe ich das Stravinsky-Konzert gespielt, das erste Mal, und an das Bergkonzert wollte ich nie ran, weil ich habe gespürt, das ist irgendwie so eine andere Dimension. Und dann kam aber irgendwann diese Anfrage, damals da war ich 23, und dann habe ich mich da reingewurscht, weil man muss sich da wirklich reingraben. Es ist wirklich nicht nur dieses reine Notenlernen, sondern wirklich ja diese ganze Geschichte drumherum. Was für mich auch wirklich ausschlaggebend war, war eben zum Beispiel der Text, den Adorno über dieses Violinkonzert geschrieben hat, wo er sich eigentlich über jeden Paukenschlag Gedanken macht. Und wenn man das als Geiger wirklich alles so drumherum mitnimmt, tut sich da so eine Welt auf. Das war das Spannende. Der Berg war von allen dreien Komponisten der neuen Wiener Schule, der zweiten Wiener Schule, war er der unverbesserliche Romantiker. Und von der ersten Sonate, Klaviersonate an, über seine ganzen Stücke, ob ein Wozzeck oder Lulu oder lyrische Suite, es ist immer ja, dieses Malerische und diese ganze Wiener Tradition, 19., zweite Hälfte, 19. Jahrhundert, hört man. Also ich meine, man kann sich natürlich orientieren an dieser ersten Einspielung mit Berger, mit Webern und Louis Krasner. Das habe ich zeitweise mal getan und zwar kann ich mich erinnern mit Ricardo Chailly, der diese Aufnahme so wirklich wichtig fand, haben wir dann sehr in diese Richtung musiziert. Es kommt auch sehr oft darauf an, mit welchen Dirigenten man gerade zusammentrifft. Wenn die sagen, es ist eher die Metronomangaben ausschlaggebend, dann ist es eher ein flotterer Berg als ein sehr romantischer. Ja, klar. Aber es gibt, ich glaube, das ist sehr individuell, obwohl der Berg hat ja nun wirklich minutiös geschrieben, was er wollte. Und wenn man das genau befolgt, geht es schon wirklich sehr, sehr in die Richtung, wie es sein soll. Das Interessante ist, es gibt ja die Geschichte, dass der Berg wollte ja ursprünglich gar nicht das Violinkonzert schreiben. Er hatte dann nur so schlimme Geldnot. Und nur deshalb hat er diese Arbeit an der Lulu unterbrochen. Und es kam dann so, dass in der Zeit ja die Tochter von Alma Mahler, die Malung Gropius, so schlimm Kinderlähmung bekam und dann auch noch starb zu Ostern 35. Und dann hat er wirklich diesen Kick bekommen, er muss dieses Violinkonzert schreiben. Und dann ist der Krasner, hat ihn besucht. Und man sagt, dass der Berg ihn gefragt hat,
spielen Sie doch mal was. Aber spielen Sie keins von den Stücken, die jeder kennt. Kein Violinkonzert oder eine Sonate. Improvisieren Sie. Das war interessant. Und wie das so jeder Geiger macht, jetzt muss ich doch kurz die Geige holen, hat er wahrscheinlich doch erstmal gestimmt. Und so kam wahrscheinlich die Idee, die Lehre der Saiten. Und interessanterweise, natürlich wie bei Berg immer, ist das alles sowas von perfekt. Diese vier Noten sind Teil der Reihe, der Zwölftonreihe. Die Zwölftonreihe geht. Ja. Und erstaunlich bei ihm immer, es hört sich gar nicht an wie Zwölftonmusik, weil es alles in Terzen ist. Hört es sich schon ja, wie Bergsche Romantik an. Und ja, ich glaube, das ist einfach wirklich so. In den Kick gegeben hat, der Tod von Manon und einfach, ja, wie fängt man so ein Konzert an? Wie mit den leeren Saiten. Ja? Es braucht natürlich schon eine ziemliche Weile, bis man als Geiger diese Partitur oder diese Geigenstimme beherrscht, weil es ist Zwölftonmusik, es ist sehr anspruchsvoll, intonationsmäßig, auch rhythmisch zum Teil. Es braucht eine Zeit, dass man darüber hinaus ist, dass man dann wirklich nur wirklich die Ausdrucksmöglichkeiten auslotet und alle wirklich die feinsten Schattierungen macht. Was natürlich auch immer dazu kommt, das habe ich auch so oft natürlich die leidliche Erfahrung gemacht, ist, man braucht genauso gut ein fantastisches Orchester und einen Dirigenten. Das ist bei kaum einem anderen Konzert schlimmer, als wenn da ein Orchester nicht genug geprobt wird oder wenn es zu laut spielt oder unrhythmisch spielt. Da kann man noch so toll sich vorbereiten, dann ist die Hälfte in der Soße versunken. Das ist manchmal so ein bisschen Frust. Das Bergkonzert ist auch in dem Sinne kein Violinkonzert. Ich sage es jedes Mal. Also es ist, wenn man das jetzt meinetwegen mit dem zweiten Bartok vergleicht, ich glaube, das sind so die beiden ganz, ganz großen 8000er im Violin-Repertoire des 20. Jahrhunderts. Das Bartok-Konzert ist ein Violinkonzert, was nach Geige stinkt. Und das Bergkonzert ist mehr als das. Das ist ein Kunstwerk. Das ist, natürlich muss man das wie ein Violinkonzert spielen. Aber gerade auch die Ausdrucksmöglichkeiten, gerade auch diese ganzen vielen Kleinigkeiten, die zusammenpassen müssen, sind noch nach einem Moment. Ich würde ganz gerne, weil es ja wirklich immer die Geige repräsentiert oder stellt die Manon Ropius dar, im ganzen Konzert über. Und mit ihren Freuden, mit ihren Leiden. Und ich würde ganz gerne die zwei, drei Stellen anspielen, wo die Manon ja, am Anfang des ersten, also im ersten Satz, zweiten Teil des ersten Satzes im Scherzando vorgestellt wird, wie sie so als ja, lustiges Wiener Mädchen war. Und dann später im zweiten Satz, dann im ersten Teil des zweiten Satzes, wo ja der Todeskampf, Manons Todeskampf dargestellt wird, würde ich auch ganz gerne zwei Stellen spielen. Also das ist Manon als gesundes, lustiges Wiener Madel. Ausbruch, ja. Es beginnt ja mit dieser Wahnsinnsfanfare, Kataklysm, bam, 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 bam. Ja, und dann kommt der berühmte, wie bei Mahler auch, wenn es ganz dramatisch um den Tod geht, kommt der Marsch. Und jetzt ist diese...
Anfang und dann kommen ein Röcheln. Noch genau Spielanweisungen. Also der erste Teil ist die G, so der Teil ist diese Art von Farbwechseln. Und das ist das, wo man sein ganzes Leben lang daran arbeitet. Und was es auch immer wieder so spannend macht, ja, zu spielen. Ich bin wirklich so stolz, dass ich da dann teilhaben durfte, weil das war mich, Sie haben ja gespürt, das Bergkonzert ist für mich wirklich ein Teil meiner selbst. Und es war eine große Ehre, dass ich da auch mitarbeiten durfte. Nicht nur, weil jetzt noch meine Fingersätze hier gedruckt drin sind und ich überhaupt nicht mehr reinschreiben muss, aber einfach vom Notenbild. Und ich finde es einfach so großzügig und so, ja, viel weniger nervös zu schauen. Ich meine, ich spiele das Stück immer auswendig, aber seitdem ich diese neuen Noten habe, meine ich fast mit weniger Angst, auch selbst aufs Podium zu gehen. Das ist so.